Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder in Minecraft drin und zeige euch heute die letzte Variante des Scoreboards. Und ich fange direkt an, und zwar ist es Slash Scoreboard. Also ich erschaffe jetzt ein neues Ziel Scoreboard Objectives Add und ich nenne es einfach mal Test 2. Da ich das jetzt auf derselben Map mache wie beim letzten Mal, drücke Enter, neues Ziel Test 2 wurde hinzugefügt. Hierzu kommt der besondere Teil wieder, und zwar durch Scoreboard Objectives. Und jetzt Set Display. Und jetzt mache ich Below Name. Das heißt, dass ich sozusagen die Tabelle bzw. Test 2 unter jeden Namen einsehen möchte, den jeder Spieler sozusagen hat oder haben sollte. Und das andere Below Name. Also eigentlich, wenn ich mich jetzt in diese Tabelle einfüge, würde über meiner Figur für andere natürlich nur eine Spalte angezeigt werden, und da steht dann Test 2 und dann steht dahinter die Zahl, die ich jetzt eingeben werde, beziehungsweise womit ich mich jetzt registrieren werde, Players, dann Add, nein, so nicht, Add, dann Add S, weil ich mich nur eintragen möchte, und dann Test 2 und ich möchte eine 10 hinter Test 2 sozusagen haben, und ich drücke Enter. Für uns kann man das jetzt nicht sehen, aber für andere, wenn die dann auf meine Person gucken und dann meinen Namen sehen, steht da drunter Test 2 Doppelpunkt 0 oder 10 besser gesagt. Und das war's schon mit der dritten Variante von Scoreboard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt damit Ciao, bis zum nächsten Mal.